Okay, da kommt jetzt nämlich ein Endboss. Nehme ich zweimal das mit, dreimal das mit, weil das brauchen wir. Und die brauchen wir auch. Und ein paar Wurfmesser. Wir brauchen jede Menge Items, weil ich will ja nicht spoilern oder so, aber da ich das Level schon gespielt habe, weiß ich, was auf mich zukommt. Seht ihr da? Ich weiß auch zu mit dem umgehen müssen. Das heißt, wir müssen hier lang. Und ja, nichts, was war das? Nichts, was war das? Wo bist du überhaupt? Wo ist der überhaupt? Ach da, nee, das war ja. Ich weiß jetzt nämlich, was kommt. Nee, du müsst mich eigentlich nicht sehen. Gleich kommt ja dieser Kampf gegen Toda. Allerdings hat er zwei Wachen dabei. Also zwei so Typen halt. Also im Endeffekt gegen drei Gegner. Ja, und ich muss mich gerade mal kurz konzentrieren. Wo dieser ist er denn? Der macht mich hier total kirre. Da ist der, okay. Pfeiltyp. Das ist gut, haben wir den auch mal kalt? Nein! Wo? Wo? Nein, 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 nein! Ah, ich wusste es, ey. Hau ab. Hau ab. Alter! Alter! Wie viele? Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da ist noch einer, ey. Wo ist das jetzt? Also es hat so angefangen. Okay. So. Ruhe hier, ey. Mein Gott. Kannst auch übertreiben mit dem Ding, ne? Da waren jetzt vier Leute und zwei stehen da zum Glück. Ach, der einer sieht wieder die. Ja, war klar. Okay. Das war ja so klar. Der rote sieht hier jetzt auch noch. Und so kann man hier Stunden verbringen. So, wie mache ich das jetzt am besten? Der rennt weg. Alles klar. Nein, 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 nicht ins Feuer! Oh, Glück gehabt. Wer? Wo? Ich renne dem Typen da jetzt mal hinterher. Was? Oh, fuck. Okay, da. Gut, alles klar. Was? Da oben. Wieder. Jetzt hoch da. Ja, oh. Gut. Ich den halt zuerst im Wald. Und jetzt den da hinten. Genau. Okay. Dann Glück gehabt. Er hat mich nämlich entdeckt, aber. Naja. Ich wusste, dass das irgendwann passiert. Ich bin nicht gerade ein guter Gegner. Aber naja, sobald ich die Level schaffe, ist mir das auch recht. Und so lange. Ist er da. Wow, hui, das war knapp. Das war knapp.
Also ich spiele dieses Spiel nicht gerade gut. Das sagt, aber wie gesagt, solange ich die Level schaffe, ist alles recht. Da oben ist noch einmal wieder so ein Pfeiltyp. Den kann man mit einem Schlag tot hauen. Ja, okay, das ist klar. Dreh dich mal um. Ich kann nicht hier hin. Ich kann hier nicht hochgehen. Das mit der See. Oh, noch einer. Fuck, ey. Ja, danke schön. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo der andere ist. Siehst du das? Drei! Alter Schwede, muss doch irgendwo so ein Ding sein, wo ich mich dran fesseln kann, oder? Muss doch irgendwo sowas sein! Nee, da war ich nicht, warte mal. Da mach ich ja auch was. Und hier links rum. Alter, sind die hartnäckig! Meine Fresse, Och Gott, ja, ich muss anscheinend noch ein bisschen üben. Das ist nicht der Sinn des Spiels. Aber woher soll ich denn wissen, dass... Ja, wir haben es gesehen. Woher soll ich denn wissen, dass da drei Leute sind? Voll übertrieben. Von zwei wusste ich auch Alter! Das kann halt alles echt nicht wahr sein. Das ist doch echt nicht wahr, langsam. Boah. Das ist echt miserabel, was ich hier gerade habe. Es hat gut angefangen, dann war es wieder miserabel. Dann war es wieder einigermaßen okay. Und jetzt ist es wieder miserabel. So, und die sterben. So. Ja, schön langsam. Hast du verdient? Oh, da drin, okay. Wer ist der Nächste? Jetzt töte ich die alle nacheinander weg. Jetzt meuchle ich die weg. Gut. Dreh ich mal einmal rum. Nicht so rum. Okay. Ja, so rum, danke schön. So, es war hier irgendwo noch einer. Ich weiß es. Ich weiß, dass hier noch einer war. Aber der ist hier in die Richtung, ne? Was sein? Okay, andere Richtung. Wo sind wir jetzt? Oh fuck! Die Richtung rechts. Da ist klar. Nein. Okay, weg mit dir. Okay. Ja. Gut, dann kann ich jetzt weiter durch und ich werde mal was trinken. Und schon mal das Brennstoff nehmen, weil ich weiß, was jetzt kommen wird. Oh Gott, war das schlecht. Du wirst Tona. Was sollen wir mit Motohides Leiche machen? Lasst sie verrotten, wo sie liegt. Er ist nicht mehr von Nutzen. Bereitet die Männer vor. In 2 Stunden marschieren wir zur Festung Goda. Ja, Sir. Endlich. Keiner kann sich vorstellen, welch harte Arbeit es war, diese feigen Bauern dazu zu bringen, sich in die Speere des Feindes zu stürzen. Doch der Lohn für die Jahre der Opfer ist nah. Was wollt ihr? Euer Leben.
Guda hat euch geschickt. Machen! Machen! Genau. Dieser Speertyp kann mir ziemlich auf den Sack gehen. Naja. Direkt mal blind stauben. Nein! So. Wir versuchen natürlich abzuhauen. Super. Wow. Alles klar. Der Feindtyp, da geht mir ganz schön auf Piss. So. Nein, das... ich wollte dann hier die Dings... ich bin hier gerade irgendwie mit der Steuerung nicht ganz. Jo, dieser Feindtyp. Töte deinen Fürsten, das ist gut, das ist sehr gut. Boah, Alter. Okay, jetzt mal der Speer da. Ich bin ganz schön auf den Sack. Okay, jetzt der Fall. Boah! Genau. Genau, kommt rein hier. Fuck. Ich muss was trinken. Ich muss unbedingt was trinken. Hier, der ist eines tot. Ich muss was trinken! Lass mich was trinken. Alles klar. Alles klar. So. Der Typ da hinten mit dieser Fallwichser. Der Mensch schon auf den Sack. So. Alles klar. Und diesen Bogen. So, dann. Jetzt kommt es auf den Schwert. Oder? Nee, wir können da ruhig mal eintreten. Alles klar. Okay. Der ist halt da nicht. Nein! Der versucht abzuhauen. Das ist voll der Feind. Okay, dann. So, bam, bam. Kick ihn tot jetzt. So, dann bleibt dreimal an. Okay. Bam. Weggesagt. Puh, die Items haben nämlich genau gereicht. Ja, ihr schafft einen Katz. Nicht so. Ich bin Fürst Oda. Ich darf nicht durch die Hand eines niederen Ninja sterben. Ihr kommt zu spät. Jetzt seid ihr ohne Meister. Was tut ihr? Das war euer Meister. Ich bin mein eigener Meister. Wartet. Was habt ihr denn da an? Ich hätte Feuer in der Hand. Das verstehe ich nicht, was das ist. Ihr seid Zeuge der Geburt des brennenden Morgen. Bald werdet ihr den Anbruch eines neuen Tages erleben. Des Tages der Ninja. Ihr bleibt bei eurer Entscheidung? Verstehe. Dann müsst ihr sterben. Och, nein! Das hab ich ganz vergessen. Scheiße, stimmt. Boah. Okay, ich habe jetzt gerade mal selbst gemacht. Das habe ich komplett vergessen. Komplett ohne Items. Babs. Stimmt. So. Alter, doch relativ einfach. Ja, genau. Die kennen wir ja.
Waffen. So. Wo bin ich? Ich kann mich kaum bewegen. Oh. Ihr habt mir eine Menge Ärger bereitet, ja. Obwohl ihr gar nicht so unangenehm aussieht. Ach nein. Okay. Ach so, ich dachte schon. Wer bin ich? Was? Bitte, sag mir meinen Namen. Ich kann mich nicht erinnern. Haltet mich nicht zum Narren mit euren Tricks. Steht auf. Okay. Ja gut, die Statistik wollte ich nicht unbedingt sehen. War miserabel. Aber okay, dann speichere ich. Ich speichere jetzt und dann mache ich mal ein Spiel. Weil, ja, wie gesagt, meine Serien kommen und ich bin dann heute Abend oder so wieder da. Ne? Also gucken wir. Entschuldigung. So, also gucken wir jetzt noch ein bisschen die Cutscene. Ab 2 schon, Treibsand. Alles klar. Gucken wir jetzt noch die Cutscene, bis der Levels-Anfang kommt und dann, ja, mache ich einen Schnitt. Was? Wir sind schon da? Okay. Ach, die kennen wir ja alle. Ehrenwerte Verbündete, erlaubt mir, euch einen neuen Fürsten des brennenden Morgen vorzustellen. Seru, den blauen Drachen. Wir machen ihn zum Fürsten? Er ist gerade erst beigetreten. Ruhe! Wenn ihr seine Stärke und seinen Mut bezweifelt, dann kämpft mit ihm. Nein, nein, wenn es für Lady Kagami in Ordnung ist, ist es in Ordnung für Genbu. Susaku, Byaku, was sagt ihr? Ich denke, er kann sehr nützlich sein. Gegen bestimmte Feinde. Hoffentlich ist er nützlicher als der letzte blaue Drache. Jo? Das Scheißfeld kenne ich noch, ey. Ich habe einen wichtigen Auftrag für die versammelten Fürsten. Ich will, dass ihr in eines der Grenzdörfer geht und Dorfbewohner fackt. Ich brauche mehr Arbeiter für den Feuerdämon. Und Dorfbewohner, Fakt. Ja, ja. So, ja, legt diese Maske an und verschließt euer Herz. Denkt immer daran, es zählt allein der Traum. Okay. Eigentlich will ich ja gar nicht mitmachen, aber naja. Mangel an Arbeitskräften, dann bleiben wir morgen benötigt mehr Arbeiter. Schleicht sich an und machen die Dorfbewohner platt. Puh, okay. Ja, ich würde sagen, hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der Itemauswahl fürs neue Level. Und dann, ja, würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.